Zeit bei den Abgefahrenen. Uns zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger einsetzen. Und ich appelliere an alle, die in dem neuen Stadtrat ein Mandat errungen haben, sich im Sinne der Bevölkerung, im Sinne der Menschen, im Sinne unserer Stadt zu engagieren. Und das gilt natürlich in besonderer Weise für die Menschen, die wir gemeinsam auf der Bühne stehen. Wir haben uns vor einem guten Jahr ein Ziel gesetzt, nämlich gemeinsam hier nicht nur eine Mehrheit zu erringen, sondern gemeinsam Politik zu gestalten, in dem Bündnis von SPD, Bündnis 90 Die Grünen und der FDP. Und ich bin überglücklich, dass es uns gelungen ist, das tatsächlich zu erreichen. Meine Damen und Herren, liebe Freunde und Freunde, jetzt müssen wir natürlich liefern. Ich weiß, wir haben große Erwartungen, die wir erfüllen müssen. Ich weiß, die Mühe der Ebene und die Schwierigkeit des wirklichen Lebens, das wird uns an jedem Tag jetzt beschäftigen. Aber glauben Sie uns, wir haben uns fest vorgenommen, unser Bestes zu geben. Und wenn wir das gemeinsam hinbekommen, ich glaube, dann hat sich die ganze Arbeit der letzten Monate sehr gelohnt. Ich danke euch allen ganz, ganz herzlich für die ganz tolle Unterstützung.
lieber Christian, ich möchte dir ganz, ganz herzlich danken für einen absolut fairen, kollegialen, man kann schon sagen freundschaftlichen Wahlkampf, wobei Kampf es war, ein guter Dialog. Wir haben unsere Positionen beschrieben, wir haben uns, sind uns menschlich, ich darf das so sagen, in diesen Monaten noch etwas näher gekommen, als wir es ohnehin waren. Und Christian Buchenbach, ein grandioser Wahlkämpfer, ist ein hervorragender Kommunalpolitiker. Und lieber Christian, ich würde mich ungeheuer freuen, wenn du unserer Stadt erhalten bliebst und wenn wir auch über die Bündnisgrenzen hinaus zusammenarbeiten könnten. Denn am Ende des Tages, alle wirklich guten kommunalpolitischen Entscheidungen brauchen breite Mehrheiten, damit sie in der Stadtgesellschaft auch getragen werden. Lieber Christian, ein ganz herzliches Dankeschön für einen sehr freundlichen Tag. Persönlich auch sehr, sehr wichtig ist, wir haben das auch mehrfach gemeinsam festgestellt, wir alle haben eine gemeinsame ethische Basis, wir alle stehen zur offenen, pluralen, weltoffenen Gesellschaft und auch Stadtgesellschaft. Wir stehen zu einer Stadt, in der jede und jeder eine Heimat finden kann, unabhängig davon, wo er oder sie herkommt, welche soziale Situation für die einzelnen Personen vorhanden ist. Alle haben den Anspruch auf Teilhabe in unserer Stadt und dafür werden wir unsere Zukunft, davon bin ich fest überzeugt, gemeinsam einsetzen. Und die wenigen, die das anders sehen, haben auch zukünftig, darüber bin ich sehr glücklich, in unserer Stadt keine Stimme, die Gewicht hat. Und so soll es sein. Für mich da waren, mit denen ich also dauernd Telefonate, WhatsApp und alles mögliche andere ausgetauscht habe. Da stehen sie mit Blumen in der Hand, ihr Lieben. Corinne Kochan und Sascha Keimer. Vielen herzlichen Dank. Dass du aufgebracht hast, wenn ich mal wieder nicht mit irgendwelchen Motiven einverstanden war und die Flexibilität auf die manchmal bizarren Wünsche eines etwas aufgescheuchten Kandidaten konstruktiv einzugehen. Jürgen Sterzenbach,
Ein grandioser Mann. Das hätte aber gut gepasst. Natürlich die liberale Seele und das liberale Herz in unserem Team. Und ich weiß nicht, Olaf, bist du da? Nee, der ist nach Hause. Okay, dann will ich Ihnen persönlich sagen, Olaf K. Marx, auch zu jeder Tages- und Nachtzeit derjenige, der mir guten Rat gegeben hat, derjenige, der mir auch Dinge gesagt hat, von denen er wusste, dass ich nicht gerne höre, aber dass sie gut für mich sind. Und ich habe wieder einmal gelernt, es ist gut, gerade auf das zu hören, was du nicht von vornherein klasse findest, es bringt dich weiter als das, was man mit Ja-Sagen bezeichnet. Also dem Urlaub auch ein herzliches Dank. Anita Rettung, Klaus Weinschmidt, Jörg Krell, Andreas Ebert, Eva Gerhardus und Sascha Gajewski. Kurz ins analoge Leben zurück. Das sind die Menschen, zukünftig gemeinsam Verantwortung tragen werden in dieser Stadt. Ich freue mich darauf und ich bitte alle, uns dabei zu unterstützen. Und wir wollen das mal ganz, wirklich ganz ernst gemeint, nicht ideologisch machen. Wir wollen, wie es heißt, zu Recht heißt, das Beste zum Wohle der Stadt suchen. Und dafür reden wir auch mit allen anderen demokratischen Kräften in dieser Stadt. Das ist kein Closed Shop. Wir wollen gemeinsam diese Stadt nach vorne bringen. So, das war es aber jetzt an politischen Dingen. Ich hoffe, alle sehen mir nach, dass ich es einfach mal. Nee, eins habe ich noch vergessen. Severin, Iffi, wo seid ihr denn? Da. Unsere Tochter Eva Marie, unser Sohn Severin, bescheiden steht ja dann in der Mitte, aber ihr habt auf euren alten Herrn viel verzichtet in der letzten Zeit. Danke dafür. Es stehen viele Dinge auf der Tagesordnung. Ich habe da in den letzten Wochen so oft drüber gesprochen, das will ich nicht heute Abend wiederholen. Alle, die hier sind, kennen diese ganzen Themen. Also, wir freuen uns. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich danke allen, die mich unterstützt haben. Ja, und jetzt ist, glaube ich, Party-Time.